dieser Villa leben unsere Jungs einen Monat lang ohne Eltern. Bei dem Wetter möchten sie am liebsten gar nicht aufstehen. Morgen, Marlon. Ja, Mann, nee. Ey, Paolo, ihr fei Arschkarte mit dem Wetter, ey. Denn heute wollen Paolo und Michael in der Kölner Innenstadt als Pantomimen auftreten. Die fünf sammeln durch solche Aktionen während ihrer WG-Zeit Geld für ein soziales Projekt. Ich hab es jetzt eigentlich immer noch nicht richtig gerafft. Was sie jetzt macht, steht jetzt auf die Kästen und macht Figuren, oder? Mhm. Rennt ihr rum und sammelt Geld. Ja, was mit den Kästen, weiß ich auch nicht so, ne? Irgendwas ist anders an Michael. Aber was? Ich habe meine Haare drauf gemacht, weil ich die jetzt zu lang habe und die anderen machen ein bisschen kaputt. Und ich hoffe, die Jungs reagieren darauf gut und ich finde es schön. Außer Paolo weiß niemand von Michaels Veränderung. Was ist los? Hast du die aufgemacht oder sind die aufgesprungen? Boom. Ich habe sie aufgemacht. Ausgeflochten. Ja. Ja, voll Durst, ja. Ja, ich auch. Aber ja, nicht. Gar nichts. Ich mach jetzt einen Tee. Wow, Michael. Hä? Hast du die aufgemacht? Geil, zeig mal. Ja, wie fühlen die sich denn an? Kopfkissen. Also ich finde, das sieht total cool aus. Ich weiß gar nicht, warum er sich da immer diese Zöpfe reingeflochten hat. Also ich finde, Michael sieht mit der neuen Frisur viel besser aus. Natürlich sieht das besser aus. Alle haben gesagt, sie finden die Haare so besser als die vorher. Aber ich finde die anderen Haare besser. Wir brauchen zu trinken. Und wir haben noch 20 Euro. Oh, unsere Haushaltskasse können knapp werden, ne? Also wir haben jetzt nur noch 20 Euro für 3 Tage noch. Ja, es ist schon ein bisschen knapp, also vom Essen her reicht's eigentlich. Zu trinken haben wir eigentlich gar nichts mehr, aber ich bin da, also ich mag auch Kranwasser, so ist es jetzt nicht, aber ja, ich weiß auch noch nicht, wie wir das machen. Ich würde sagen, wir spezialisieren uns beim Kauf auf Trinken. Ja, auf jeden Fall trinken. Auf jeden Fall. Und dann können wir auch mal zur Abwechslung mal Wasser kaufen, weil ihr kauft dann immer nur Fanta und die kommt spätestens 2 Tagen wieder hin. Und dann stehen wir da wieder. Hey, Michael. Ja. Wie ist eigentlich mit dem sozialen Projekt heute? Heute machen wir das. Ja. Und es regnet wie aus Eimern. Mal gucken, ne? Kommt doch an, wie sich das Wetter verbessert oder verschlechtert. Ja. Moin! Lass mal in die Stadt oder Fernsehen gucken. Lass mal jetzt Sport machen, ich hab voll Bock auf Sport. Ich nicht. Aber nicht joggen oder so. Naja, genau, bei dem. Nein, ich hab keine Lust rauszugehen. Aber lass mal wirklich irgendwie so Liegestützen machen. Und die, die nicht mit Sport machen, die müssen abwaschen. Übertrieben, ne? Alles. Übertrieben, doch. Übertrieben. Ich spüre das nicht. Auch wenn ich keinen Sport mache, ich spüre das trotzdem nicht. Aber lass uns erstmal Michael dazu motivieren, dass er mitmacht, ey. Michael, mitmachen. Mitmachen. Sonst abwasch, wie findet ihr das? Also, wenn die, während die Sport machen, werde ich daneben sitzen und zugucken. Ein bisschen lachen und so. Michael, bist du eigentlich mit deiner Figur zufrieden? Ja, bin ich. Ja? Ja. Also willst du keinen Sport machen? Nein. Ich kann zu Hause Sport machen, weil ich habe keinen Bock auf Sport jetzt. Okay, lass einfach Liegestützen machen jetzt. Ja, wie viele? Ja, ist egal. Hätten wir machen müssen, für jede Liegestütze, die wir zusammen gemacht haben, muss Michael ein Stück abwaschen. Macht man eigentlich echt viel langsamer, nicht so schnell. Also wenn du hier bist, dann ist keine, dann ist die Belastung auf dem Rücken und nicht auf den Bauchmuskeln. Wenn du in der Position bist, etwa im 45-Grad-Winkel, dann geht's hier auf die Bauchmuskeln. Na gut, okay. Die Jungs machen sich auf den Weg nach Köln. Das Wetter hat sich gebessert, sodass Paolo und Michael als Pantomimen Geld sammeln können. Die anderen drei wissen noch nicht so richtig, was sie unternehmen wollen. Sollen wir ins Museum? Ja. Nein. Doch, ich hätte vor Bock am Museum. Ich hab da gar keinen Bock drauf. Ja, doch. Obwohl, vielleicht irgendeine coole Ausstellung, aber ich weiß dann... Ey, wir trennen uns. Ihr geht ins Museum, welches Museum auch ihr immerhin gehen wollt, und wir machen unsere Stadt, okay? Ja, dann lass jetzt losgehen. Ja. Ey, Leute, bis dann, ne? Ja, bis gleich. Ja. Wo gehen wir hin? Statue stehen. Wo denn?
Hier? Ich will nie ein Leben hier machen. Ich will das nie im Leben machen. Boah, ich glaube, die werden sich voll blamieren, weil die können das ja überhaupt nicht so professionell. Und ich kenne ja den Michael, dieser faule Sack, der wird wahrscheinlich dann so... Wenn er so lange stehen muss, dann wird er wahrscheinlich sofort so... Boah, übertrieben, hab ich keinen Bock. Nee, der nimmt so die Schlafhaltung ein und bleibt dann so die ganze Zeit liegen. Ja, klar, ich glaube, der Paolo macht das gut. Ey, wo wollen wir es umziehen? Ja, umziehen... Oh mein Gott. Das ist doch so kalt, Mann. Ich bin schon mal gespannt, wie viel die einnehmen. So 3 Euro. Ja, schon ein bisschen mehr. Ne? Okay, und dann, dann halte ich meinen Hut hin. So. Okay. Ja, Mann, das ist geil. Ich meine, jetzt wir ziehen sie erstmal hier in der Kabine um, damit wir auch die richtigen passenden Klamotten haben. Und schämen tue ich mich eigentlich jetzt mehr als Angst damit. Ich habe jetzt keine Angst oder so. Ich schäme mich halt nur ein bisschen. Vielleicht haben wir Glück und die Leute stehen darauf und mal denken, hey, die sehen witzig aus, den gebe ich mal irgendwie 50 Cent oder so. Und vielleicht kriegen wir auch irgendwie ein bisschen Geld zusammen. Ey, Alex, jetzt komm, das ist so gar nicht mehr so schlimm im Museum. Mann, ich war schon 1000 Mal, ne? In langweiligen Museen habe ich mal... Aber nicht in dem, also können wir da doch rein. Das ist doch nicht schlimm, wir gucken uns einfach ein bisschen was an. Manche Sachen sind ganz witzig und wenn es zu langweilig wird, dann können wir wieder raus. Na gut, ich komme mit. Also ich mag Kunst, also man hat ja sonst nicht so viel damit zu tun, macht andere Dinge und ich finde, da kann man sich doch auch mal schön entspannen, sich so ein paar Bilder angucken und gucken, wie es damals war, was die Künstler so getrieben haben und mal so ein bisschen seinen Horizont erweitern. Also ich weiß überhaupt noch nicht, worum es da in diesem Museum geht, also was da ausgestellt ist. Ja, da lass ich mich jetzt mal überraschen, aber generell bin ich eigentlich offen für alles, also ich interessiere mich dann auch dafür, wenn ich mal im Museum bin. Hallo, ja. Also wir wollten eigentlich ganz gern halt mal ins Museum, also in dieses Museum. Und wir wollten jetzt mal fragen, können wir hier umsonst rein, weil wir sind ja, also noch... Ihr seid unter 18? Genau. Habt euer Schülerausweis dabei? Nee. Nee. Kein Problem. Ich habe meinen, glaube ich, bei. Du hast deinen dabei, musst du nur am Eingang vorzeigen. Schüler unter 18 haben Freitag Eintritt. Oh, super. Hier ist so ein Plan, wo sich was befindet. Mhm. Hier sind wir. Darunter geht's zu den amerikanischen Kunstwerken. Okay. Und dann geht's dann so weiter. Ja, wir klamüsern uns schon durch. Supi. Okay, danke. Dankeschön. Dieses schicke Outfit muss festgehalten werden. 2 Clowns im Fotoautomaten. Super geile Fotos. Zeig mal. Aaron, komm mal mit. Jetzt warte mal, okay, wir standen. So. Boah, Mann, ey, das hier finde ich dann alles auch wieder geil. Leute, benehmt euch doch. Also, ich sag mal, das da ist ein Bach. Das hier, guck mal, wie kommt man darauf, in einen Bach vorwiegend rosa reinzupacken? Das finde ich geil, das ist eine Katze. Guck mal, Alon, hier liegt eine Katze. Ach so, okay. Lachsgarage von allen. Ach so, okay. Ja, danke. Oh, das ist eine Katze. Ich habe das Gefühl, da hat die Frau jetzt drauf gewartet. Ja. Wir stellen uns jetzt hier mitten auf den Platz hin, okay? Was sollen wir darstellen? Eine Nase ist echt peinlich. Halt mal kurz, ich setze meine Nase auf. Die Nase ist das Peinliche daran. Mit diesem Hut kannst du jetzt noch als Clown rüberkommen oder so, weißt du? Guck, du kommst jetzt als Clown oder so rüber. Mit einer Rose noch im Mund, aber ich? Wir waren halt ein bisschen zu, wie soll ich sagen, dumm. Also wir hatten sehr viel Zeit zu überlegen, aber haben die Zeit nicht genutzt. Und da haben wir halt in letzter Sekunde sowas entschieden. Ja, ich mach die Rose, dass sie so nach außen da ist. Du machst deine Rose so nach außen und dass sie sich dann so kreuzen. Dass sie sich kreuzen und dann stehen wir da so. Und die Rosen müssen sich kreuzen. Wie, verstehe ich nicht. Also, du nimm erstmal deine Rose, wir probieren es aus. Ja. Nimm sie im Mund. Ja. Nein, relativ hier am Rand. Hier oben? Ja, ja. Und dann stellen wir uns so dahin, okay? Das kratzt doch irgendwo, es sticht, ey. Und so? Ja. Ah. So dahin und warten, okay. Nein, sogar Maximilian lacht mich aus. Ich mach es nicht. Ich mach es nicht, sogar Maximilian lacht mich aus. Komm jetzt! Schrei nicht rum, Mann! Alle, wir sind so peinlich. Oh mein Gott. Du bist so peinlich, Mann. Wieso haben wir uns für das entschieden? Weiß ich auch nicht so genau.
Aha, der hat sogar eine leere Wand gemalt. Das ist wahrscheinlich in einer Ausstellung. Die blühende Gießkanne, man muss so viel Fantasie haben, sie aus seinem eigenen Hirn in diese weiße Wand zu projizieren. Gießkanne! Gießkanne, die blühende. Die blühende, das ist das hier, nicht da irgendwas, das ist das. Da denkst du, du weißt, ob das blüht aus der Gießkanne raus. Ja, der Alex dachte irgendwie, dass die Gießkanne von Picasso, dass das eine weiße Wand war oder so, dass das gar nicht da war oder so. Aber dann, der hat überhaupt nicht gesehen, dass das dieses Ding war, was auf dem Podest war. Das war irgendwie ein bisschen bescheuert. Aber ich wusste genau, was Sache ist. Also, wenn das eine Pflanze ist, heiße ich Pablo Picasso. Hm? Also ich finde es schon schwierig, das hier so ein bisschen zu stehen, ohne selber zu lachen. Weil man muss wirklich lachen, wenn die dann da so stehen und dann im Grunde darauf warten, dass irgendwas Besonderes passiert, dass wir irgendwas machen, irgendein Kunststück oder so, aber passiert nichts. Wenigstens was Sens. Boah, ey, das sieht ja geil aus. Das ist für mich so vom Ding her Kunst. Das finde ich geil. Also, das Museum war eigentlich richtig cool. Also, ich war eigentlich dann im Endeffekt der Einzige, der sich dann richtig begeistert war. Die anderen haben dann so gesagt und ich war der Einzige, der gesagt hat, wow, gieß an. Also ich muss sagen, das ist ganz schön bequem. Nee, aber mit meinem Bett zu Hause kann ich das nicht messen. Also das ist für mich vor allen Dingen Kunst, Alter. Finde ich richtig geil. Ich mach die Augen zu, ich will keinen mehr sehen. Nee, auch nicht. Die Ruhe gebrochen. Die Ruhe. Die Ruhe ist gebrochen. Danke sehr. Danke. Die haben 1,50 Euro oder so reingetan. Die haben 1,50 Euro oder so reingetan. Die Blume muss nach außen. Okay. Und dann die Hände in der Mitte überkreuzen sich. Also. Deine Blume geht nach rechts außen da hinten und meine Blume geht nach links außen und unsere Hände überkreuzen sich. Einmal proben, okay? 1, 2, 3. Okay, gut. Oder nee, die müssen sich nicht kreuzen. Okay, geht auf jeden Fall aber so. Ja, genau so. Ja, das ist gar kein Aquarium. Ja, natürlich nicht, aber das ist trotzdem toll. Boah, guck mal, wie krass die Farbe so ist. Ja, aber. Vielleicht und dann weiß wirkt es dann noch viel vielleicht stärker. Vielleicht soll das symbolisieren, dass wenn man von da hinkommt, guckt man auf dieses Bild und sieht erstmal die leere Tiefe. Man denkt, das ist ein Aquarium. Je näher man kommt, desto bewusster wird man sich und desto klarer wird man sich, was man da gerade gedacht hat. Und wenn man dann vorsteht, dann ist es nur ein blaues Bild. Und da geht es unheimlich tief rein. Vielleicht soll das interpretieren, so diesen eigenen Verstand, der dabei dann sozusagen ausgetrickst wird. Aber der Künstler wird sich da was ja bei gedacht haben. Der wird ja nicht einfach gesagt, ich mache jetzt mal ein bisschen möchte gern Kunst. Nee, aber ich meine zum Beispiel diese dicke Farbe ist für mich möchte gern. Nein, das ist ja auch Kunst, da kann man ja so viel raus. Ja, für mich, für dich ist es vielleicht Kunst, aber ich finde, es ist möchte gern Kunst. Wo sind wir hier eigentlich? Ich habe mir diesen Kasten da angeguckt, in dieser einen Ecke, weil der war so... Der hat so getickt. Der hat so komisch getickt und ich wollte unbedingt wissen, was es war. Deswegen habe ich mir mal genauer unter die Lupe genommen. Ach, das ist ein Luftfeuchtigkeitsmesser, glaube ich. Wo sollen wir es hinstellen? Hier, das da und jetzt da und dann das da. Da sind sie, ich sehe sie. Lach
nicht so viel und tu ein bisschen Geld rein, Mann. Schmeiß mal ein bisschen rein, Mann. Ja, und versuch mal ein paar Leute zu kriegen, Mann. Leute, kommt ihr mal bitte hier, Leute, schmeißt Geld rein. Leute, das ist alles für einen guten Zweck. Kohle. Ey, wie viel Kohle habt ihr schon eingesammelt? Aber nicht mehr als 8 Euro, Mann. Es gab ein paar Leute, die Geld reingeworfen haben. Wir haben 8 Euro gemacht. Ist halt nicht sehr viel, aber das ist gut. Wir stehen hier locker 2 Stunden schon oder so. Oh. Dankeschön. Dankeschön. Kommt, Leute, halt. Ja, lass mal gehen. Ja, okay, das ist cool. Ich nehme den Hut. Okay. Okay, gut, ey, wir kriegen hier nichts mehr raus. Ich würde sagen, lass gehen. Nicht, dann brauchen wir Verkleidung von so einem Scheiß. Ja, Mann. Zurück in der Villa wollen die Jungs grillen. Aaron scheint sich besonders gut auszukennen. Reicht das? Mach doch mal nicht gleich alle rein. Hä? Wann haben nicht gleich alle rein? Mach ich auch nicht. Aber hier kann man das jetzt so einstellen, dass da so ein Sauerstoffteil dann ist. Und guck mal, hier sind so voll die tollen Grillanzünder. Kann man so machen und wumm. Wie Streichhölzer. Und die kann man dann hier so hinlegen. Boah, die sind so toll. Da habe ich mir letztes Mal voll den Daumen dran verbrannt, ey. Ich schwöre, ohne Flachs. Marlon und Alex kümmern sich schon mal um den Küchenputz. La la la, so einfach kann Haushalt sein. Hm? Boah, ey Mann, ich finde das so krass langweilig. You look at me, I am old, but I'm happy. Maike, du bist hier voll die... Nein, lass es doch mal. Aber eben Pusten geht doch viel besser und viel härter. Ja, kommt doch mal, wie hart ich das mache, kann das so machen. Ja. Besser ist, wenn du, Ja, der Michael ist das gerade am Ausmachen. Da gerade der Richtige, du hast es ausgemacht. Michael, ich will da mal kurz pusten, wenn du die ganze Zeit so machst. Ja, mach nicht. Guck mal, du pustest es doch aus. Ja, ja, frag Michael. Du musst nicht doll pusten, sondern langsam und konstant. Weil dann kommt genauso viel Sauerstoff ran, als wenn du die ganze Zeit durchpustest. Ah, da hinten ist jetzt wieder ein Feuer. Scheiße! Wir haben halt geputzt und irgendwann ist Marlon dann der Wassereimer umgefallen. Der ist dann runtergefallen. Da habe ich mir gedacht, so, boah, ey, das war richtig geil. Hab mein Wasser einmal noch umgeworfen und dann sind wir da rumgerutscht. Und das war so geil, es hat so einen Spaß gemacht. Draußen lassen es die Grillexperten eher langsam angehen, denn in der Ruhe liegt die Kraft. Willst du das Feuer nicht lassen? Ja, was ist denn hier passiert? Das ist voll geil, Mann. Wir machen eine Schaumparty. Wir machen hier gerade eine Putzschaumparty. Geil, geil, geil. Wow! La 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 la! La 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 la! Was machst du da? Ja, die haben die Küche geputzt überschwemmt, indem sie eine Schaumparty da drin veranstaltet haben. Ich meine, das sind halt noch kleine Kinder. Ach, keine Ahnung, ich meine, ein bisschen Spaß muss sein. Dann war es echt blitzeblank. Also wir haben da nochmal reingeguckt und dann, das war echt richtig sauber. So sauber war die Küche eigentlich nur ganz am Anfang, vom Boden her. Haben wir echt geil gemacht. Auf jeden Fall. Auf unsere eigene Art und Weise. Ja, würde ich sagen. Boah, ich bin jetzt so kaputt, ey, komm, lass abzocken. Nach so viel Putzarbeit kann nun endlich gegessen werden. Du hast ganz viel Gruß im Gesicht. Hier, überall. Weg? Nee, nochmal. Mach's nochmal, wirklich. Mach deine Nase auf. Boah, ihr seid so scheiße. Ehrlich jetzt? Aaron, du hast nirgendwo was.
Ey, er verarscht dich. Ich merke eh voll, dass ihr hier euer Bestes gebt, mich zum Außenseiter zu machen. Kann ich. Oh ja, du bist sowieso das Opfer, weißt du? Also ich wurde noch nie mein Leben gemobbt. Und ihr Jungs? An meiner Schule habe ich noch nie direkt mitbekommen, dass jemand gemobbt wird. Ah doch, an meiner schon richtig krass. Also, ich bin aber auch ein Meerbursch. Was ist denn da passiert? Ja, keine Ahnung, da werden Schüler total gemobbt, total fertig gemacht, irgendeine besondere Eigenschaft und da hacken die so lange drauf rum, bis er zusammenbricht oder so. Also meine Schule ist, was Mobbing angeht, schon krass. Bei uns ist das in der Schule so, dass es immer irgendwie einen in der Klasse gibt, der wird immer geärgert. Dem wird die Federtasche gestohlen, dem wird die das da weggenommen. Aber wenn dann irgendwie 10 Klässler den jetzt irgendwie mobben oder so, dann sind wir auf einmal wieder eine Klasse und dann kommen wir dagegen an und so. Eine Klasse hält bei uns eigentlich zusammen, so vom Ding her. Nur so, bei uns ist alles so Bandenkrieg-mäßig. Eine Klasse gegen die andere Klasse, so eine Dinger. Also bei uns in der Schule, das ist eigentlich nicht so. Also da gibt es so kein heftiges Mobben oder so. Da gibt es mehr halt so, dass es so die Losers und die Gewinner gibt, sag ich mal so. Was gehörst du? Ja, ich gehöre eher zu den Losern in unserer Schule. Ich habe nicht so viele Freunde an der Schule. Ich finde, dass wenn man keine Freunde hat, ist man doch gleich kein Loser oder Opfer oder was du meinst. Also ich würde mich jetzt so konkret jetzt nicht so als Loser bezeichnen, aber ich bin jetzt halt nicht so, zumindest in meiner Schule bin ich halt nicht so beliebt, sag ich mal so. Also ich gebe dem Michael da auch voll recht, also wenn man keine Freunde hat, dann ist man jetzt nicht gleich schon ein Loser, würde ich sagen. Ja, weil es kann ja auch sein, dass man jetzt nicht 10.000 Freunde hat, aber irgendwie 5, die dann richtig gute Freunde sind. Ja, ja, eben. Was auch ziemlich hart verletzen kann, ist halt so, ausgeschlossen werden oder ja, es ist mehr halt so, dass hinterm Rücken viel geredet wird, halt so über jemanden. Also dass er nicht so das direkt gemobbt ist. Gelästern, das ja, aber das ist so, also das ist dann halt auch so, und dann kriegt die Person halt so die Sprüche ein bisschen mit und so, und das verletzt die Person auch so, und das ist so mehr halt so, wie Leute fertig gemacht werden. Bei mir ist das so, dass man schon so ein bisschen über mich spricht, okay, ich bin jetzt schon so ein bisschen ein anderer. Ich würde jetzt aber nicht davon, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich gemobbt werde, und auch innerhalb meiner Klasse gerade da nicht. Also innerhalb meiner Klasse verstehe ich mich eigentlich mit fast allen gut. Es gibt so ein paar, die ich komisch finde, denen zeige ich das dann auch. Also ich wurde auch schon oft in der Schule geärgert. Ich habe Ballett gemacht. Das ist natürlich eine totale Zielscheibe für die heutige Jugend. Ist ja eigentlich nicht schlimm, aber viele finden das halt. Und naja, ich weiß ja selber, wie es ist. Und ich will das echt keinem anderen wünschen. Warum finden die Leute, dass du anders bist? Ich bin sehr lebhaft. Ich kann teilweise echt sehr anstrengend sein. Ich bin dann auch noch manchmal so ein bisschen, wie man es jetzt ausdrücken könnte, unmännlich. Was dann auch für viele so dann eine gute Zielscheibe sein könnte. Also ich finde, Mobbing ist eine Arschsache. Also das ist eine Sache für Leute, die an sich selbst so viel auszusetzen haben, dass sie den ganzen Frust an anderen Leuten rauslassen müssen. Und ja, das finde ich eigentlich richtig arm. Glücklicherweise gibt es in der WG kein Mobbing. Unsere Jungs wollen einfach nur Spaß miteinander haben. Boah, hab ich gewonnen? Aaron! Boah, Leute, ey, ihr seid so schlecht, ey. Ja, meine Freunde. Nein, Aaron, du bist einfach so gut. Du bist so gut. In der Jungs-WG ist das langsam ruhig geworden. Nur in den Betten wird noch etwas geredet. Ey, ganz ehrlich, Jungs, habt ihr euch als Statue nicht so scheiße gefühlt? Aber ein Leben als Statue ist bestimmt richtig todeslangweilig. Alter, ich glaube, aber die können davon. Ich glaube, die verdienen recht ganz okay damit. Die kriegen pro Stunde 30 Euro. Aber das ist bestimmt voll langweilig, ey. Die stehen die ganze Zeit da nur so rum und machen nichts und bewegen sich nicht und sind silber und... Oh mein Gott. Ich bin übelst müde, lass mal jetzt pennen. Ich bin auch richtig müde. Lass mal wirklich pennen.